Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode Road to Polyatoma. Heute wollen wir uns die MP7 angucken oder die VEL Bell 46, wie auch immer. Gerne an der Stelle mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr ist der Grund dafür, dass die Waffen dieses Mal anders heißen. Die MP5 heißt Lachmann MP, die AUG SMG heißt MX9 und die ganz klare MP7 heißt Bell 46. Das heißt, die haben sehr wahrscheinlich nicht die Lizenzen bekommen von beispielsweise Heckler & Koch und den ganzen anderen, ja, sag ich mal, Waffenherstellern. Und das war ja irgendwie in MW 2019 so und jetzt nicht mehr. Vielleicht sind da Verträge ausgelaufen oder denen war das zu teuer. Keine Ahnung. Wenn sich damit jemand auskennt, gerne in die Videobeschreibung. Nicht in die Videobeschreibung, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, MP7 hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hat 29 Level, hat unfassbar lange gedauert, die zu leveln. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Guckt euch das auf jeden Fall an. Dann zeige ich euch am Ende noch die Klasse und natürlich die wunderschöne Goldtarnung. Und ja, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Lasst ein Abo da, falls ihr noch neu sein solltet und die nächste Episode Road to Polyatoma nicht verpassen wollt. In diesem Sinne, let's go. Stellung kompromittiert. Sind bereit. MP7 klingt geil. Oh ja, Baby. Oh, ich glaube, wisst ihr, was auch noch genervt wurde an dem Movement? Na, im Sprung gehst du einfach langsamer ins Visier. Ist das frech. Ist das frech. Aber die MP7 macht Spaß. Verstanden. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung. Die Stellung wird verlegt. Besser. Warte mal, nach da hinten? Oh, der Spawn. Ist ja klar, dass wir mich sehen. Nice. MP7 genauso wieder kein Rückstoß wie 2019 einfach. I like it. Davon bin ich jetzt nicht ausgegangen, aber funktioniert. Das ist jetzt der gleiche Slot. Oh no, ja, okay. Und cool, danke für die Subbomb, Mann. Kuss geht raus. Danke für den Support. Oh, Kracher. Was habe ich gehört hier? Das war trotzdem da hinten. Das ist gut. Das gefällt mir. I like it. Quick Fix, so eine geile Sache, ne? Feind ausgeschaltet. Einsatzgebiet. Ziemlich sicher, wir haben gesagt, ohne feindliche Drohnen eigentlich. Frankie kommt safe zu mir jetzt. Ja. Obvious. Geil, Teammates. 100 Drohnen wegschießen, immer super Sache. Gut genommen da. Sehe ich einfach dick Shooter jetzt kurz geworden. Bro. Geil ist, dass die Drohne am Anfang wirklich jeden anzeigt, ne? Das ist wirklich geil. Da kannst du dir sicher sein, dass noch keiner Geist hat. Ich gehe jetzt hier wieder komplett rein. Scheiß auf, keine Ahnung, wieso ich überhaupt versucht habe, so kurz so langsam zu spielen. Bin ich komplett Zeitverschwendung eigentlich. Wir müssen Waffen leveln, da wird hier reingeswappet. Oh mein Gott, und
Jetzt werden Turn-Ons verteilt. Und ich werde gesniped. Spawn dann nicht, hä? Hat ja gar keinen Sinn. Boah. Ohne den Jump hätte ich sogar überlebt. Nein. Oh mein Gott. Konterdrohne online. Nein, ich weiß ganz genau, was du machen willst. Ja, ich weiß ganz genau, was du machen willst. Das ist scheiße, glaube ich. Nee, nee, nee. Oh, geil. Oh mein Gott, Digga. Ja, er wollte dann gerade ein Geschütz aufstellen, was wir nicht sehen. Das ist AFK, das ist geil. Zielgewicht aktualisiert. Drohne wartet auf Befehle. Drohne steht auf Befehle. Drohne hat keine Wieder die Flash. Nein! Gachamelos, Junge, ich hasse dich. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Nein, genau das darf nicht passieren. Oh mein Gott. Wechsle das Magazin. Ich lade nach. Ich find's auch kacke, dass man in der Killcam nicht sieht, ob jemand Geist hat oder nicht, ne? Du siehst einfach nur die ersten zwei Perks. Keine Ahnung, was das für einen Sinn machen soll, dass man nicht alle Perks sieht, was die da hat. Den er mir gegeben hat, dabei eher unschreckt. Nerf für Semtex!
Oh mein Gott, das wäre ja so ein Report wieder gewesen in Warzone. Das wäre ein Report. Beide hochgegangen? Oh, das ist ein Gunfight. Oh mein Gott. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Oh, ach du Scheiße. Nee, mir fehlen noch zweimal drei Kills ohne zu sterben. Na gut, dann würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall noch schnell. Aber auf der Map brauche ich doch gar nicht essen die Spiele eigentlich, oder? Oh, da geht doch. Erste Dreier-Streak, wichtig. Hier. Nein, nein, nein. Oh. Das ist ja scheiße jetzt. Das ist jetzt aber auch einfach mein Ego, ne? Ich kann jetzt hier nicht... Das muss jetzt ein 6er-Streak werden. Das muss jetzt ein 6er-Streak werden. Wir haben die Munibox. Jawohl. We in, Chat. We in. Ein Kill noch mit FP7. Ah. Richtig da einen weggerotzt mit Aua. Und das muss Gold sein. Das ist Gold. Gold für Deutschland! Und Brot. Ja, Freunde, ich hoffe, euch haben die Gameplay-Szenen gefallen. Wir machen hier, würde ich sagen, die Goldtarnung drauf, was ja auf dem PC immer noch verbuggt ist. Das heißt, ich muss hier wieder mit den Tasten arbeiten. Ich könnte auch einfach meinen Controller in die Hand nehmen, ne? Aber ich habe jetzt keine Lust dazu. Und ja, MP7, einer der Waffen, wo es mir auffällt, dass sie gefühlt mit Aufsätzen schlechter ist. Also irgendwie ist das eine ganz seltsame Sache. Ich habe das Gefühl, jeder Aufsatz, der einem irgendwie Rückstoßkontrolle bringt, der zieht so extrem viel Movement Speed und Visiergeschwindigkeit ab, dass man das im Multiplayer irgendwie nicht so haben will. Und deshalb habe ich die MP7 fast ohne Aufsätze gefühlt gespielt. Oder ich glaube nur mit 3 Aufsätzen oder so. Ich glaube, ich habe hier drauf gespielt, den ersten Laser, einfach um ein bisschen schneller im Visier zu sein. Und ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch drauf gespielt? Schalldämpfe habe ich nicht gespielt. Vielleicht habe ich einen Lauf gespielt, aber dann glaube ich den zweiten hier oder den dritten sogar. Ja, irgendeinen für ein bisschen weniger Rückstoß. Und vielleicht noch ein Visier, wenn man da Bock drauf hat. Ne? Beispielsweise hier das Kronen Mini Pro Visier. Habe ich in einem Shotgun-Video gezeigt, wie man das freischaltet. Und ich glaube, ich habe einen Unterlauf drauf gespielt. Ich bin mir aber gerade nicht mal sicher. Vielleicht habe ich die so gespielt, aber wirklich keine Ahnung. Es ist ein ganz großes Problem, was ich habe, in MW2 Klassen zu bauen. Einfach weil, wie gesagt, das irgendwie vom Balancing her gefühlt einfach keinen Sinn macht. Also die oder richtig viele Waffen, da fühlt sich zumindest so an, als wären die einfach mit Aufsätzen nicht besser, sondern die Nachteile, die man da eben bei vielen Aufsätzen mitnimmt, die schränken einen schon sehr krass ein. Also ein Griff gibt euch oftmals gar nicht mal so viel Rückstoßkontrolle, zieht euch aber extrem viel Visiergeschwindigkeit ab und dann stellt sich halt die Frage, soll man den überhaupt mitnehmen oder nicht? Deshalb habe ich die Klassen auch immer so ein bisschen Freestyle gebaut. Und wenn ich in-game gemerkt habe, oh, das ist mir ein bisschen zu langsam, dann habe ich wieder ein bisschen was umgebaut. Aber es gibt irgendwie ja ganz wenig, was ich gerne drauf mache, wo ich sage so, oh, das ist es. So macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß als ohne Aufsätzen. Ich hoffe, da wird noch viel dran geändert, weil balancing-technisch macht das in meinen Augen irgendwie nicht so viel Spaß, Waffen zu bauen. Also das ist irgendwie nicht so geil. Vor allem bei SMGs irgendwie und bei Sturmgewehren. Ich habe ganz selten, dass ich 5 von 5 Aufsätze verwende. Aber gut, ich würde sagen, ja, baut euch gerne diese Klasse nach oder baut sie euch anders. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.